Was heißt das Wechselmodell eigentlich? Wechselmodell heißt, dass die Kinder nicht also hauptsächlich jetzt zum Beispiel von der Mutter betreut werden, sondern im Wechsel eine Woche Vater, eine Woche Mutter. Ja, also ist natürlich dann schon so, dass die Kinder den Vater dann auch nicht so als Freizeitpapi, sage ich jetzt einfach mal, erleben, sondern der Vater ist schon aktiv im Alltag involviert, ja, muss dann die Kinder auch erziehen, ja, und die ganzen Alltagsaufgaben übernehmen. Das heißt, spielt eine sehr aktive Rolle im Leben der Kinder, vielleicht genauso stark wie vorher. Die Kinder haben dann eine sehr gute Bindung zu beiden Eltern, wenn das so funktioniert. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Und kann für die Kinder eine sehr gute Möglichkeit sein, um hier auch später Verlust- und Bindungsängste zu minimieren.